Okay, wir schauen mal meiner mal so bei. Er hat ein 52.000 Abo-Special gemacht. Aber Ehrenmann, Unterziehung. Ehrenmann. Ich finde das überhaupt nicht Ehre. Ich finde, man kann ruhig, wenn man 9 Minuten nach 5 kann man ruhig noch 2 Minuten dran. Mann, das ist heute so dieses. Ja, ich weiß. Okay, let's go. Wir schauen rein. Zuschauerwünsche Volume 3. Ich bin einfach danke für 52.000 Abonnenten. Okay. Oh nein, wer weiß denn so ein Scheiß? Guten Abend. Ja, Remi mit richtigen Namen Sebastian. Oh nein, Remi war drin. Remi war da drin, stimmt. Fortnite im Team mit Sebastian Fortnite. Und auf der anderen Seite der Big Max. Big Max. Oh, wollt ihr was hören? Ja. Mhm. Ja? Dann hau ich einen raus. Ne? Passend heute 11. September, ne? Zum richtigen Kaffee. Mehr gibt's nicht. Erstmal muss ich sagen, schön, dass ihr Zeit für uns hattet. Nicht? Ja, keine Ahnung, du Berner, du bist Berner. Richtig. Wenn du das sagst. Lass mal machen, wer am längsten nicht lacht. Okay, wer am längsten nicht lacht? Wer am längsten nicht lacht. Okay, ich glaub, also ich meine nicht so, sondern so. Okay. So, okay. Geht ein elektrothermischer Energiespeicher, der. Okay, darf ich dir was sagen? Nein. Ohne, dass ich mich jetzt wieder aufs Lachen begebe. Völlig in Ordnung. 1-0. Ich habe einen Kollegen, der studiert Umweltingenieurswesen. Das ist falsch. Es ist nicht Sport. Ich habe einen Kollegen, der studiert Ingenieurswesen. Das ist falsch. Ey. Das ist schon geil. Das ist schon gut, sicher? Ja. Ja, aber ja, natürlich. Wir nehmen Sport. Du sagst, wir nehmen Sport? 100%. Ja. Profikartenspieler. Guerrero. Hello. Wurde vom deutschen Ofenkartoffelverband gesperrt, weil er A. eine Karte in einem Arsch versteckt hatte, B. einem Kontrahenten ins Blatt gewichst hatte oder C. bei einer Sperma-Kontrolle HIV positiv getestet wurde. Also aus Versehen mal einen Schritt zurück machen und ein bisschen die Karten vom anderen wichsen? Das kann passieren. Wie soll er das machen? Dann sitzt er am Tisch und sagt, Moment, ich hol mir immer einen Wurmtank. Ich hol mir einen. The fuck? Ich hol mir einen runter. Gibt's eigentlich schon eine geile YouTube-Kacke von Monte? Okay, jetzt bin ich gespannt. Moin, moin, meine Damen und Herren, meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Ich bin gerade auf dem Weg nach Hamburg. Wieso, weshalb, warum, sage ich nicht. Mir ist extrem warm, wir haben 2,5 Grad. Ja, und ich habe extrem feinen Sitzen. Ja, ich schmelze vor mich hin. Zum Glück habe ich Schmelzkäse in den Sitzen, das ist echt angenehm. Hinter der Kamera ist René Agale. Moin. Das VIP-Leasing mit Mercedes wird nicht verlängert. Ich weiß nicht ganz genau, warum. Es kann sein, wegen der die ich in der Vergangenheit überfahren habe. Beim Umkehrschluss hole ich auch direkt wieder ein SS63 AMK Coupé ab. Diesmal im Weiß. Es kann aber auch sein, dass VIP-Leasing gekündigt worden ist, wegen Geldwäsche, Waffenbesitz und illegalem Glücksspiel. Ich habe eine Anzeige auch bekommen, wegen Totschlag im Straßenverkehr, wo aber gar nichts los war. Da hatte ich eine Diskussion mit einem älteren Herrn. Man hat da vielleicht sich gegenseitig auch ein bisschen in die Fresse geschlagen. Der ist dann aber auch gestorben. Alte Leute halt. Ja, war nichts los. Bin dann weitergefahren. Ding war gestorben. Alte Leute halt. Okay, das ist wirklich richtig stark. Mich gegessen. Noch diese beiden Sachen gekackt über die Kölner Fahrradshop. Das ist der Ofenlutzel. Drahtesel gegen Kanaken. Angriff der Fahrradputzelei. Der Mann mit blauer Kacke überquert die Straßenbahnschienen zu früh. Hat es gerade gesehen. Hallo? Hallo? Runter vom Rad! Snesny! So. What the ihre fuck? Hände. Die sind bei Rot gefahren! Hingerichtet! Alter! Auf der Straße! Mal hier rein. In meine Hose. Absolut nichts. Greifen Sie mal da rein in meine Hose! Der Polizist hat ihn belästigt. Schau mal! So. Schieben Ihre Hände mal hier rein. In meine Hose. Alter! Absolut nichts. Ach, entspannen Sie sich mal. Doch der Crack macht erstmal eine Runde Yoga. Auf der gegenüberliegenden Straße beobachtet Jochheim den nächsten Soos. Guck mal da, der da. Der Mann fährt weiter und schneidet Tanten den Schwanz ab. Mertens nimmt die Verfolgung auf. Polizei anhalten!
Oh nein, er kann uns nicht hören. Er trägt AirPods. Alter! What the fuck? Monte, einfach hat ihn platt gemacht. Oh no! Oh, den müssen wir mal anhalten. Langsam, langsam, langsam. Ich spreche Sie an, weil Sie auf dem Radweg fahren. Da sind Verstoß jetzt hier 100 Euro plus Gebühren. Das würde mich nicht wundern in Deutschland. Guck mal, ich meinen Ausweis sehen. Erstmal brauche ich Schirren. Verstehe ich nicht. Noni! Das ist einfach so schlecht! Ey, das ist stark, nein, das ist übel stark! Alter, ich hab Kopfschmerzen langsam. Er hat einfach die UNO-Karte! Die UNO-Reverse-Karte! Wir brauchen Schirren. Versteh ich nicht. Noni! ganz ehrlich, also. Ja, jetzt zeige ich ihm meinen Ausweis. Können Sie es lesen? Ja, so. Gut. Gänzlich unbeeindruckt verlässt der Fahrer den Schauplatz. Er hat Kommissar Jochheim richtig gefickt. Ja, die kommt dein Hauptskandal nie. Definitiv kein Kanal, den ich gefaked habe, damit ich hier nicht irgendwie den ganzen Chat einblenden muss, wo ich Cutter gesagt habe, dass ich dieses Video für mein nächstes Abo-Special nehme. Oh mein Gott, meiner Mausel, du bist so cool. Bitte mach mal YouTube-Kacke von Cutters Gelb-Gelb-Video. Ich putze auch deine Toilette. Hm? Cutter? Jo, Freunde, heute gibt's kein Intro, weil ich mir einfach nur wieder denke, heute gibt's kein Intro. Jetzt erkläre ich das euch mal nämlich, wenn Videos gelb sind, heißt es, die Videos sind gelb, ähnlich wie die Farbe gelb. Und jeder kann bestätigen, ich habe gelb. Yeah. Alles ist gelb. Alter, wo sind wir denn hier? In China oder was? Ich kann mir da einfach nur noch an den Kopf fassen. Man muss auf YouTube die ganze Zeit nur die Teletubbies einblenden, dass Videos grün werden. Ich habe YouTube angefangen aus Hobby und weil ich mir dachte, hey, ich habe Bock 10 Millionen Schicks zu ballern. Das habe ich jetzt erreicht. Aber wollen die mich eigentlich verarschen, dass man nicht mal mehr sagen kann, ich erschieße jeden Tag Minderjährige, die noch in die Schule gehen, ohne dass das Video gleich gelb wird. Oh, Alter. Das müsst ihr auch noch mal sagen dürfen. Ja, freie Meinungsäußerung. Das ist so Blödsinn, aber es macht wieder so total Sinn, weil es natürlich keinen Sinn macht. Ich kann nicht mal mehr 12-Jährige missbrauchen. Also, lächerlich. Herr Jolli, das auch hingekriegt hat. No front jetzt an Leute, die jetzt 12 front. Sind. Da no 12. Hat sich Jolli auch schon aufgeregt. Eine YouTube-Kacke über Capital Bra. Okay, nicht schon. Wahrscheinlich der erfolgreichste Flapper, den dieses Lalalier gesehen hat, jemals sehen wird. Ein Rekord, von dem aller meilenweit entfernt ist. Glaubt es nicht, was der Typ beim Coin Master geregelt kriegt. Das muss ihm erstmal jemand nachmachen. Ich glaub nicht, was er beim Coin Master geregelt kriegt. Geil. Für alle Leute, die denken, das ist nicht so, Kacke gehört nicht an den Händen. Lol. Als ob. Von dir. Krass. Aber das ist ein gutes Statement. Ja, weil alle Leute, oder? Denken, das ist nicht so, Kacke gehört nicht an den Händen. Ja, das ist krass. Stark. Weise Worte. Ja. Kacke gehört nicht an den Händen. True. Applaus, hier ist Klaus. Bratas, Bratinas, Bratut. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich hab einen Hut. Aber merkt euch eine Sache. Der Brat am Bratwurst. In der Pfanne. Bratpfanne. Ha! Bra, ich hab sie schlecht gehabt, denn es gab Menschen in meinem Leben. Aber ich hab sie gefickt, Bruder. Ich bin gekommen. Ja, Bra. Das war aber gut geschnitten gerade. Das war schön. Ich bin gekommen. Wie kann man so viel lachen? Brat, du. Was soll ich euch sagen? Ich bin kein Lytiker, ich bin kein Bullera. Ich hab nichts studiert. Da kann ich nicht mit damit anfangen. Bruderherz, aber ich weiß was um Lelele. Belelele, Kapital. Das fand ich so stark. Ich fand's richtig stark. Hast du dich gefühlt? Ja, doch. Ein, zwei Schnitte, ja. Ich fand's so stark. Bitte Pepper Woods. Okay. Wir möchten Sie mal Skifahren sehen. Oh, Alter. Hoppla. Ich glaube. Ist einfach. Hoppla.
Ich bin eine schöne Tasse Kaffee. Wo geht's denn hier lang? Ich bin eine schöne Tasse Kaffee. Wo geht's denn hier lang? Die Straße fährt auf ihren Skiern Mama Wutz entlang. Alle sitzen im Bus und überfahren Mama Wutz. Das ist doch eine Keksdose. Das sind Haschkekse. Wir gehen auf Schatzsuche. Klausi Kleff schiebt übel Fresskick. Alle-li-li-la-li-la. Er schiebt Fresskick wegen Haschkicks. Alle-li-li-la. Vor dem Schlafen holt Pedro sich immer einen runter. Klausi hat eine Perlenfalle gefunden. Peppa hat Peps gefunden. Luzi hat ein Stück alte Scheiße gefunden. Ein Scheiß. Freddy hat einfach nur einen verkackten Stein gefunden. Ganz normale Steine hier am Boden, ganz wichtig. Wichst du? Ob ich wichse? Ja, klar wichse ich. Ich habe noch nie so lange, also ich weiß nicht, auf jeden Fall schon lange nicht mehr so lange gelacht. Ja. Digga, ich seit 8 Minuten lache ich, ich habe gerade einen Herzinfarkt. Oh, ich habe schon Schmerzen in der Brust, so wie du bei McDonald's. Und wird der Arm auch taub? Ja, vom Lachen. Das ist der Mietvertrag, auf den wir ganz zu Anfang ruiniert haben. Ja, aber du hast ja, guck hier, du hast ihn noch mit dem Schwanz unterschrieben. Die können uns was noch lachen. Unser beliebten Kultreihe. Was? Was? Unser beliebten Kultreihe. Bumm! Dinge, die man besser nicht in die Mikrowelle tun sollte. Heute die Mikrowelle. Die Cola-Dose. Man kann natürlich jedes Limo-beliebige X-Getränk nehmen. Hauptsache, es enthält Cola. Mit Limo geht's also zum Beispiel nicht, weil. Obwohl, jawohl. Ich mach das mal vor. Und jetzt wollen wir mal gucken. Ich hab mich jetzt rein. Du musst natürlich aufpassen, wenn du das anschraubst, dass du das nicht anschraubst. Das ist ein Steckverschluss. Das muss passt. Den stecke ich dir in den Anus, aber nicht zu fest. Nach fest kommt los. Stell dir mal vor, das Gespräch passiert zwischen zwei Leuten, die sich wirklich gerne was in den Arm schieben, aber nicht zu fest. Nach fest kommt los. Aber womit der Seriosität dann ist so? Der Schließmuskel nämlich gerissen. Bitte. Los, los. Sich zusammen. Nicht mit diesen Redensarten. Lieber den Spast in der Hand als die Eisdiele auf dem Dach. Man soll nicht mit Kanonen auf Spasten schießen. Wir haben zufälligerweise eine Spastenkanone. Genau. Jetzt tut er mich fast ein bisschen lang. Das ist jetzt wie gesagt ein Forest Green in Kombination mit so einem Scheiß. Ich habe dazu auch den passenden Jordan. Den hier. Boah, und ich denke, es wird eine super Kombi. Boah, und ich glaube, der kostet 700 Euro. Das Ding ist auch ein bisschen wertbeständig, Digga. Also, den kann man vielleicht irgendwann nach 1-2 Jahren vielleicht für 1-2 Euro verkaufen. Man weiß nicht. Das war ein sehr starkes Video. Der hat auch keine Rücksicht so genommen wegen Werbung und sowas. Hätte er richtig drauf geschissen. Bei seinem Kanal wahrscheinlich eh dead. Ja, wahrscheinlich. Also holt sein Merch, Alter. Der ist nämlich altersbeschränkt, der arme Bratan und Bratucha. Das war echt ein gutes Video. Ey, wirklich, ey. Meiner Morsel, Bruder, Küsse gehen raus. Ey, das war ein Meisterwerk. Digga, das war einfach nur heftig.